Schule neu denken. Ein Podcast der Students for Future. Heute als GästInnen Parissa Chokrai und Marlies Wollenkort. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schule Neudenken. Ich bin der Jan. Und ich bin Elvin. Und heute wollen wir uns ein wenig mit dem Thema Umweltpsychologie beschäftigen. Heute zu Gast haben wir zwei Psychologinnen, welche aktiv sind bei der Initiative Psychologie im Umweltschutz, kurz gesagt IPU. Schön, dass ihr hier seid und vielen Dank, dass ihr zugesagt habt, bei dieser Folge mitzumachen. Wollt ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr? Ja, danke schön für die Einladung. Ich bin Marlies Wollenkort, ich bin Umweltpsychologin und Doktorandin am Lehrstuhl für Umweltpsychologie an der Uni Koblenz-Landau. Und ich bin seit 2015 in der IPU aktiv, habe 2017 den AK Lehre mitbegründet und ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Ja, hallo, ich bin Parissa Chokrai. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin auch Doktorandin in der Umweltpsychologie, bin von Haus aus Sozial- und Umweltpsychologin und bin seit, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube 2,5 Jahren im AK Lehre mit dabei gewesen. Ja, danke schön für eure Vorstellung. Dann würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Was genau hat denn Psychologie mit Umweltschutz zu tun und warum ist das überhaupt wichtig, genau. Ich lege einfach mal los. Umweltprobleme sind ja menschengemacht oder viele der Umweltprobleme, mit denen wir uns jetzt heute konfrontiert sehen, sind menschgemacht. Wir sprechen vom menschgemachten Klimawandel. Das heißt, sie sind letztendlich das Ergebnis von menschlichem Verhalten. Und die Psychologie ist die Wissenschaft von menschlichem Verhalten und Erleben. Das heißt, die Psychologie kann auch eine ganz große Rolle spielen, dafür zu erklären, wie wir uns gegenüber der Umwelt verhalten, wie die Umwelt auf uns wirkt und so weiter. Das heißt, es liegt vielleicht nicht immer direkt auf der Hand, aber Psychologie und Umwelt sind eigentlich ganz eng miteinander verknüpft. Parissa, magst du noch was ergänzen? Oder? Ja, ich denke, um das kurz umrissen zu haben, hat Marlies eigentlich schon das Wichtigste dazu gesagt, dass die Psychologie einfach in verschiedenen Bereichen Theorien und Modelle bereithält, die Verhalten erklären können oder auch Motivationen für Verhalten erklären kann und daher einfach sehr gut geeignet ist als eine von vielen Disziplinen, wäre vielleicht noch anzumerken, weil wir das sicherlich nicht alleine mit der Psychologie meistern können, die Umweltkrise zu bewältigen. Aber ich denke, wir können sehr viel dazu beitragen. Ja, sehr cool. In eurer Beschreibung zu eurer Vorlesung habt ihr geschrieben, dass es viele verschiedene Arten und Weisen gibt, individuell mit der Klimakrise umzugehen. Welche Typen gibt es da so, wie man auf verschiedene Arten und Weisen mit der Klimakrise umgehen kann? Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Freund davon, von Typisierung und Klassifizierung von Menschen. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, meinst du so, welche grundsätzlichen Verhaltensweisen gibt es so, ne, wie man mit der Umweltkrise umgehen kann? Und da würde ich sagen, also ich meine, auf der einen Seite gibt es Menschen, die fühlen sich vielleicht sehr ohnmächtig, ob der Größe und Gewalttätigkeit dieser Krise. Also die ist ja einfach mal existenzbedrohlich. Und durch diese Ohnmacht fühlen sich viele vielleicht auch nicht handlungsfähig, etwas dagegen zu tun. Vor allen Dingen nicht, wenn sie das Bild davon haben, dass sie alleine sozusagen mit diesem Problem konfrontiert sind und das alleine bewältigen zu müssen. Das geht natürlich nicht, da muss man sich ohnmächtig fühlen. Auf der anderen Seite gibt es auch das andere Extrem, dass Menschen zwar wissen, okay, das ist eine sehr extreme lebensbedrohliche Krise, aber ich bin nicht allein damit, sondern zusammen mit anderen bin ich in der Lage, etwas dagegen zu tun. Und dazwischen gibt es natürlich auch noch etwas, ne? Aber das wären so die zwei Pole, die ich so sehen würde. Und vielleicht noch als drittes
Beispiel die Menschen, die den Klimawandel und die Klimakrise von vornherein leugnen, wobei das vielleicht auch eine Art ist, damit umzugehen, also und als Coping-Strategie ja auch verstanden werden kann oder als politische Strategie für bestimmte Zielerreichungen, ne? Aber genau. Wie kamt ihr auf die Idee, eine Online-Vorlesung zum Thema Umweltpsychologie zu machen? Also ich glaube, ich kann für ganz viele Menschen sprechen, die Psychologie studieren. Also ich habe irgendwann mal in meinem Psychologiestudium bemerkt, dass, ach, man kann ja tatsächlich auch also sich mit Umweltpsychologie beschäftigen. Das muss ich gar nicht ausschließen. Also ich war ganz lange umweltinteressiert und hatte aber nie die Möglichkeit, Umweltpsychologie irgendwie an der Uni zu studieren. Und bin irgendwann zufällig auf die IPU gestoßen. Ich glaube einfach, weil ich mal die Worte Psychologie und Umwelt gemeinsam gegoogelt habe. Ja, von dem Punkt an, also ja, war relativ viel Frustration in mir, dass ich irgendwie dachte, wow, das ist irgendwie ein so wichtiges Feld und das hat mich persönlich in meiner Entwicklung so viel weitergebracht und mir auch so viel Sinn gegeben irgendwie in meinem Psychologiestudium. Dass ich irgendwie dachte, das ist total, also es wäre total toll, wenn noch mehr Menschen die Möglichkeit bekommen würden, Umweltpsychologie studieren zu können oder überhaupt von Umweltpsychologie zu hören. Und dann haben wir irgendwann in der IPU gesagt, okay, wir gründen diesen AK Lehre und unser Ziel ist, die Umweltpsychologie zu verbreiten. Also ein relativ groß, also hochgestecktes Ziel. Und wir dachten, das schaffen wir am besten, indem wir einfach erstmal eine ganz niedrigschwellige Vorlesungsreihe produzieren, die frei zugänglich ist für alle. Um quasi einfach diesen Zugang zu schaffen. Genau, so kam so ein bisschen die Idee und dann haben wir es weiter gesponnen und bis jetzt noch einige Jahre später ist da diese Online-Vorlesung bei rausgekommen. Ja, und vielleicht noch ergänzend, es ist ja auch so, an den wenigen Lehrstühlen, die es schon gibt zur Umweltpsychologie oder wo auch umweltpsychologische Inhalte vermittelt werden, ist das halt sehr fernab in der Regel von dem Praxistransfer. Und das ist auch noch ein wichtiger Grund, also oder Zweck dieser Vorlesung, dass man eben das Wissen, was man generiert, und es gibt ja auch viel Wissen schon seit Jahrzehnten, dass man das auch tatsächlich in die Praxis transportiert, um dort auch was bewirken zu können. Und in dem Sinne ist diese Vorlesung ja auch nicht nur für Studierende oder andere Interessierte gedacht, sondern auch ganz gezielt für Multiplikatoren und Praktikerinnen. Bei eurer Vorlesung geht es ja auch um alternative Lebensweisen. Welche gibt es davon und was bedeuten die konkret für das Postwachstumszeitalter? Ich glaube, das ist eine relativ breite, allumfassende Frage. Aber ich glaube, was mir persönlich irgendwie wichtig ist mit der Vorlesung, ist, dass wir den Fokus nicht nur auf Umwelt richten, also auf ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch auf soziale. Und ich glaube, ja, dass Lebensstile, die sowohl ökologische als auch soziale Nachhaltigkeit fördern, sozial und ökologisch gerecht sind, zukunftsfähig sind und in einer Postwachstumsgesellschaft passen. Genau, und vielleicht, um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen, es gibt eine Einheit, da geht es so ein bisschen auch um Zeitwohlstand und Arbeitszeit und so. Also, dass eine Möglichkeit sein könnte, dass man Arbeitszeit reduziert, weil es eben auf der einen Seite soziale Vorteile hat. Also Menschen sind weniger gestresst, Menschen geht es besser. Und auf der anderen Seite ökologische Vorteile. Also wenn wir weniger Geld verdienen, können wir weniger konsumieren. Natürlich müssen wir immer einen Lebensstandard sichern, ne, damit wir also nicht Menschen unter die Armutsgrenze kommen, aber ganz viele Menschen verdienen so viel Geld, dass sie weit über einem Minimum sind und dann überhaupt die Möglichkeit haben, beizutragen zu viel Konsum, der Umwelt und auch sozial schädlich ist. Und das andere ist auch, dass wenn wir mehr Zeit haben, wenn wir weniger gestresst sind. Ein ganz konkretes Beispiel, das wir in der Vorlesung auch geben, ist die der Arbeitszeitreduktion. Also, dass in Postwachstumsgesellschaften es vielleicht wünschenswert sein könnte, wenn Menschen grundsätzlich weniger arbeiten, weil das eben gerade positive Konsequenzen hat, sowohl ökologisch als auch sozial. Und da ist so ein bisschen der Hintergedanke, dass wenn Menschen weniger arbeiten,
Also natürlich sich ein Existenzminimum oder eine gute Existenz weiterhin sichern, dass sie weniger gestresst sind, weil Menschen heute ganz stark gestresst sind durch Arbeit. Und es Studien gibt, die zeigen, dass Menschen viel weniger gestresst sind, wenn sie weniger arbeiten und es ihnen damit besser geht. Und auf der anderen Seite aber sich auch dadurch, dass sie eben mehr Zeit haben, mehr in mehr Aktivitäten nachgehen, die umweltfreundlicher sind und die gut sind fürs Wohlbefinden. Also zum Beispiel sowas wie selbst Brot backen oder Gärtnern und so Geschichten, für die man einfach keine Kapazitäten hat, wenn man eine 40-Stunden-Woche arbeitet. Genau, das wäre so ein Beispiel für vielleicht für eine Alternative in einer Postwachstumsgesellschaft, die vielleicht nicht unbedingt jetzt ein alternativer Lebensstil ist, wie man sich das jetzt vielleicht man sich das vielleicht vorstellt unter diesem Begriff. Genau, das wäre so ein Beispiel, das die Vorlesung auch davon gibt. Ja, vielleicht noch als Ergänzung, weil du auch nach konkreten Beispielen, wie man sich sowas vorzustellen hat, gefragt hattest. Es gibt ja, also neben vielen anderen Beispielen auch so diese sogenannte Transition Town Bewegung, die ja ganz unterschiedliche Projekte umfasst. Also das kann sein, dass ganze Stadtteile oder kleinere Kommunen sogar ihr komplettes Geld gewechselt haben irgendwie und sich irgendwie komplett selbst ernähren, also oder viel selbst herstellen lokal, sowohl Lebensmittel als auch andere Gebrauchsgegenstände im Alltag. In Japan gibt es beispielsweise eine Kommune, die komplett klimaneutral ihren Strom erzeugt nach Fukushima. Da kann man ja auch mal googeln und man kann auch gerne, also ich kann auch gerne nochmal so einen Link irgendwie bereitstellen, den ihr noch mit verlinken könnt, wo man mal loslegen kann. Und dann kann man ja von sich aus auch nochmal weiter im Internet suchen. Aber da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Bereiche und Arten, wie man alternativ leben kann. Genau. Da hätte ich gleich, glaube ich, noch mal eine Frage dazu. Und zwar bei diesen kleinen Gemeinschaften, wo die Leute so für sich leben, sage ich jetzt mal, und aus dem System. Aber gibt es auch so Theorien oder gibt es auch so Ansätze, die für ganze Städte oder auch, sage ich jetzt mal, global anwendbar sind? Oder ist es eher so, dass man versuchen muss, so im Kleinen, also dass es halt ganz, ganz, ganz viele solcher Gemeinschaften braucht? Und das ist dann ja auch schon was Globales sozusagen. Also ich glaube, ganz grundsätzlich vielleicht, um diese Frage zu beantworten, glaube ich, dass es tatsächlich sehr viele unterschiedliche Ansätze braucht, das global lösen zu können, das Problem, weil wir ja auch in den unterschiedlichen Regionen, allein in Deutschland gibt es so viele unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen Bedingungen und auch unterschiedlichen Voraussetzungen, dass es gar nicht anders geht im Prinzip, als es kleinteilig aufzuziehen. Aber auch hier in Deutschland gibt es ja schon im Hunsrück zum Beispiel, das ist ja unsere Vorzeigeregion für Deutschland eigentlich, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und da geht es auch nicht nur um Umweltschutz in einem sehr engen Sinne, sondern eben auch um soziale Aspekte, um Bürgerbeteiligung, wirklich, dass Menschen partizipieren können am Wandel. Da kann ich gerne mal was zur Verfügung stellen. Die haben ja sogar in der Region Klimaschutzmanager und sind da seit Jahren erfolgreich und haben auch schon viele Auszeichnungen bekommen. Genau, und solche Beispiele gibt es ja sehr viele. Also es gibt auch so etwas kleinere Dinge wie sogenannte Reallabore, wo sozusagen auch oft ein Forschungsteam mit dabei ist, das mit zu beobachten, wie was funktionieren kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es nicht eine pauschale Lösung, weil wir einfach zu viele unterschiedliche Bedürfnisse haben und viel zu unterschiedliche Voraussetzungen auch da sind. Genau. Ich glaube, ich würde da auch gerne noch einen Kommentar zu machen, wo du gerade fragst, brauchen wir jetzt viele kleine Gemeinschaften von Menschen, die außerhalb der Gesellschaft leben und irgendwie sich da radikal selbst verwirklichen, oder brauchen wir vielleicht doch eher so eine Top-Down-Lösung oder so?
Und ich glaube, dass da dieses, wir stellen in der Vorlesung so ein Modell vor, also wie verschiedene gesellschaftliche Ebenen ineinander greifen. Und ich glaube, das knüpft ganz schön an, weil nämlich so eine Gemeinschaft, die so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft ist und radikal ist und sich da irgendwie selbst verwirklicht und Innovationen ausprobiert, man als Nische bezeichnen würde. Und es gibt diese Idee von Reels, dass es ein relativ stabiles System gibt und dieses System, das wollen wir eigentlich verändern, wenn wir wollen, dass wir nicht weiterhin die Umwelt zerstören, weil das nämlich unsere Lebensgrundlage ist. Und die Idee ist, dass wenn dieses System irgendwie instabil wird, das passiert manchmal, weil es zum Beispiel eine Pandemie gibt und auf einmal die Dinge ganz anders funktionieren, dass dann diese Nischen die Möglichkeit haben, sich im System zu etablieren. Das heißt, dann auf einmal klar wird, ach ja, Gärtnern macht total viel Sinn, weil vielleicht habe ich jetzt auf einmal Angst, dass es im Supermarkt morgen kein Brot mehr gibt oder so, weil ich nämlich sehe, dass heute schon das Klopapier aus ist. Und dann viel mehr Menschen auf die Idee kommen, okay, ich werde jetzt auch meine eigenen Sachen anbauen und ach, das ist auch gut für die Umwelt und es tut mir irgendwie auch gut und so weiter. Das heißt, die Idee ist so ein bisschen von dem Ansatz, die radikale Innovation auszuprobieren und dann aber im richtigen Moment auch zu etablieren in den Mainstream, um größere Veränderungen anzustoßen. Und wie Parissa auch sagt, es ist total wichtig, natürlich auch Policies zu verändern und so weiter und so fort, also wirklich auch die Struktur zu verändern. Und da gibt es sicher nicht die eine richtige oder die richtige Herangehensweise oder die falsche Herangehensweise. Bei der Beschreibung zu eurer Online-Vorlesung habt ihr geschrieben, dass euch neben der Theorie auch der Praxisbezug wichtig ist. Wie kann man Umweltpsychologie in der Praxis im Alltag anwenden? Naja, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Also erstmal gibt es unterschiedliche Kontexte. Ich kann anfangen bei ganz kleinen Kindern beispielsweise oder in der Schule, in Universitäten. Ich kann aber auch in Institutionen gehen. Also es gibt ja auch Bereiche, wie ich meinen Arbeitsplatz umweltfreundlicher gestalten kann beispielsweise. Oder auch in ganz vielen anderen Kontexten. Das heißt, wenn ich mir diesen Wirkbereich, den ich haben möchte, aussuche, dann kann ich halt schauen, einen Mitarbeiter kann ich beispielsweise dazu anhalten, ihren Müll vernünftig zu trennen oder die Heizung nicht einfach so laufen zu lassen übers Wochenende. Genau, also ich kann halt Interventionen starten, ganz klassisch, oder ich kann auch Workshops beispielsweise veranstalten, auf Kongressen oder wo auch immer, in welchen Kontexten. Genau, also ich glaube, was gut ist, ist, wenn es nicht nur reine Informationsveranstaltungen sind, weil das meistens nicht so viel Wirkung hat, sondern wenn Menschen wirklich aktiv sich mit Themen auseinandersetzen und auch begreifen können, wozu etwas notwendig ist und vor allen Dingen dann auch, wenn das Problem verstanden wurde, warum etwas getan werden muss, auch an die Hand bekommen, was man denn tatsächlich auch konkret tun kann und die Menschen dann nicht alleine dastehen zu lassen mit dem Problem sozusagen, ohne ihnen ganz konkret an die Hand zu geben, okay, das und das kannst du jetzt machen oder könnt ihr jetzt machen. Ja, und ich würde da vielleicht auch noch hinzufügen, also wenn man den Bogen so ein bisschen weiterspannen will und weg von wirklich nur dem privaten Verhalten oder dem Verhalten am Arbeitsplatz oder so, dann kann die Umweltpsychologie ganz gut dafür genutzt werden, auch Kampagnen zu, also für die Kampagnenplanung, also dass dann vielleicht auf einmal klar wird, ja, es gibt sowas wie deskriptive soziale Normen, also es macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, immer zu zeigen, wie viel wir die Umwelt verschmutzen, sondern vielleicht ergibt es mehr Sinn zu zeigen, wie viel schon passiert und wie das quasi Menschen aktiviert und dann Menschen sagt, okay, es gibt ganz viele Menschen, die sich auch mit diesem Problem auseinandersetzen und man ist irgendwie nicht alleine und so. Ich glaube, das ist ein Punkt und ein weiterer Punkt ist auch, dass die Umweltpsychologie natürlich ganz viel dazu beitragen kann, zu sagen, wie können Initiativen gestaltet sein, damit sie nachhaltig sind, also nicht nur ökologisch nachhaltig, also mit dem, was sie irgendwie bewirken wollen in der großen weiten Welt, sondern auch sozial nachhaltig. Also wie können Initiativen gestaltet sein,
die für die Menschen, die an diesen Initiativen teilnehmen, auch ja, also Wohlbefinden fördern, dafür sorgen, dass Menschen tatsächlich auch länger am Ball bleiben. Weil ich meine, wir reden hier, glaube ich, über Probleme, die, wie Parissa vorhin auch schon gesagt hat, existenziell sind und natürlich psychisch auch nicht immer so super leicht handelbar sind. Das heißt, genau, also ich glaube, der potenzielle die Praxisanwendung kann ziemlich breit gefasst werden. Genau. Ja, interessant auf jeden Fall. Bei eurer Vorlesung geht ihr auch viel darauf ein, dass es halt Grenzen gibt vom individuellen Verhalten und dass man auch gemeinsam Veränderungen schaffen kann. Also inwieweit liegen denn die Grenzen? Also wo fängt das an? Kann man das so genau sagen oder wie würdet ihr das beschreiben? Also ich glaube, wir versuchen in der Vorlesung auf jeden Fall den Punkt zu machen, dass also dass Umweltprobleme oder die Klimakrise globale Probleme sind, die natürlich nur bis zu einem gewissen Grad von Individuen beeinflusst werden können, sondern ganz stark natürlich strukturell beeinflusst sind, ne? Also was wir für politische Rahmenbedingungen haben, spielt häufig eine viel größere Rolle, als ob ich jetzt meinen Müll trenne oder ob ich bei mir zu Hause das Licht ausmache. Genau, das heißt, wir haben versucht, so ein bisschen auch, also versucht darauf einzugehen, dass auf der einen Seite Gesellschaft komplex ist, also dass es verschiedene Ebenen gibt, die ineinander wirken, miteinander zusammenwirken, wenn wir uns so gesellschaftliche Veränderungsprozesse anschauen, und Individuen sind einfach nur ein kleiner Teil davon. Individuen sind häufig in Nischen organisiert, die haben dann vielleicht wieder einen größeren Einfluss und so weiter. Genau, aber uns war einfach wichtig zu sagen, okay, obwohl die Psychologie total wichtig ist und relevant ist, ist sie natürlich auch begrenzt. Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass Individuen diese Krise stemmen. Und da ist es, glaube ich, auch besonders wichtig, wie du jetzt gerade auch schon gesagt hast, dass wir uns mit kollektivem Verhalten beschäftigen, also gemeinsames, organisiertes Handeln, das wirklich zum Ziel hat, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, Strukturen zu verändern, um wirklich große Veränderungen zu schaffen. Und ja, ich weiß nicht, Parissa, vielleicht möchtest du noch was ergänzen zu dem Punkt. Ja, also gerade den letzten Teil fand ich besonders wichtig, den du herausgehoben hast. Natürlich, wenn ich mich als einzelner Mensch sehe und auch alleine diesem Problem gegenübergestellt, werde ich so viel nicht tun können. Also vor allen Dingen nicht so viel, was dann auch eine echte Wirkung hat auf unseren Planeten. Insofern ist der einzige oder die einzige Möglichkeit, die wir haben, wirklich in großen Gruppen voranzuschreiten und möglichst viele Menschen auch mitzunehmen. Da das Problem ja wirklich jeden betrifft auf diesem Planeten, denke ich, oder habe ich die Hoffnung, dass man auf unterschiedliche Weise es schaffen kann, genügend Menschen zu mobilisieren und auch anzusprechen direkt. Also man wird sicherlich nicht jeden oder jede mit jedem Argument überzeugen können, aber ich glaube, wenn man sich auf einzelne Menschen einlässt und schaut, was haben die denn persönlich für Probleme, weil das ist halt auch etwas, was wichtig ist, wenn ich sozial eher schlechter gestellt bin in einer Gesellschaft, dann ist nicht mein vordringlichstes Ziel, Müll zu trennen oder mich in einem Kollektiv zum Umweltschutz zu engagieren, sondern dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass diese Menschen genügend zu essen haben, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und ihre Grundbedürfnisse erstmal befriedigt werden und sie auch geschützt leben können, um überhaupt erstmal die Kapazitäten frei zu haben, um sich um andere existenzielle Krisen wie die Umweltkrise kümmern zu können, ja. Und aber das ist, glaube ich, das, was wir ja auch mit unserer Vorlesung transportieren möchten, dass es eben nicht nur sein kann, also die Umweltkrise wird nicht lösbar sein dadurch, dass wir uns auf Umweltschutz jetzt ganz eng gefasst konzentrieren, sondern dass es auch beinhaltet, dass wir schauen, welche anderen Krisen gibt es noch, welche anderen wichtigen Nachhaltigkeitsziele gibt es noch also gemeinsam und als Ganzes sozusagen in den Blick zu nehmen,
Weil vieles natürlich auch voneinander abhängt, ja. Also Arbeitsbedingungen können beispielsweise ganz furchtbar sein und auch umweltschädlich, weil Menschen beispielsweise sich mit Chemikalien direkt auseinandersetzen müssen, krank werden, ja. Also da spielt Gesundheit, Arbeitsschutz und so weiter alles rein und natürlich auch Umwelt. Und wenn ich das aber als Ganzes auch im Blick habe, dann kann ich auch tatsächlich etwas bewirken zum Umweltschutz. Aber Umweltschutz ist auch immer Menschenschutz und ist eigentlich auch immer Tierschutz. Ja, danke schön. Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar gibt es ja auch bei dem Aktivismus, dass bei manchen Menschen auch sehr viele Motivationslosigkeit haben oder auch Ängste in Bezug auf die Klimakrise. Was gibt es denn da für Ratschläge, die man solchen Menschen sagen kann, wenn man eigentlich weiß, man muss was tun, aber man fühlt sich auch gleichzeitig irgendwie erschlagen von den ganzen Krisen und von den ganzen Problemen und hat auch das Gefühl, alleine kann ich es ja eh nichts machen. Also gibt es da irgendwie Tipps, wie man da rangehen kann? Ja, genau. Also das ist tatsächlich so ein Thema, mit dem wir uns in der Vorlesung gar nicht so schwerpunktmäßig beschäftigen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, also diese Emotionen, dass man sich überwältigt fühlt, dass man Angst hat, vielleicht auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit verspürt oder Machtlosigkeit oder Trauer. Das sind natürlich erstmal ganz normale Reaktionen auf existenzielle Krisen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diesen Emotionen überhaupt Raum geben. Und ich glaube, dass das viel zu wenig passiert. Also, dass es viel mehr, was in unserer Gesellschaft viel mehr passiert ist, dass uns ein Problem präsentiert wird und das ist riesig. Und dann wird man aber damit alleingelassen, wie man damit jetzt umgehen soll. Und der eine Weg, damit umzugehen, ist natürlich, sich irgendwie umweltfreundlich zu verhalten oder vielleicht auch also aktivistisch aktiv zu werden und auf die Straße zu gehen. Und ein anderer, vielleicht genauso legitimer Weg ist zu sagen, okay, das ist mir echt alles zu viel und ich kann mich damit nicht beschäftigen. Und dann verleugne ich die Krise vielleicht sogar. Dass das natürlich nicht hilft, um die Krise zu bewältigen, das ist uns, glaube ich, allen klar. Und ich glaube, der Punkt, den ich machen will, ist, dass diese Emotionen viel mehr Raum eigentlich brauchen in unserer Gesellschaft und dass es, glaube ich, wichtig ist, diese Räume zu schaffen, um diese Emotionen überhaupt zu durchleben und in Gruppen zu durchleben, die unterstützend sind, wo man sieht, okay, ich bin nicht alleine mit dieser Sache. Den meisten Menschen ist die Umwelt super wichtig, auch den meisten Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so aussehen, als würden sie sich irgendwie kümmern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Vorlesung leider gar nicht in der Form so machen. Genau, und ein anderer Punkt ist, glaube ich, einfach auch die Augen aufzuhalten und zu sehen, was passiert denn überhaupt schon. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die schon aktiv sind und es ist ganz viel Wandel auch schon passiert. Und ich glaube, da können wir uns auch an Forschung orientieren zu sozialen Normen, zu psychologischen Grundbedürfnissen und so weiter. Also genau, vielleicht würde ich an dieser Stelle jetzt etwas Ja, zu ich fand sagen. das schon sehr, sehr umfassend. Ich habe eine kleine Ergänzung vielleicht noch dazu. Was ich gesehen habe, also was mir persönlich immer hilft, aber was ich auch gesehen habe, wenn ich beispielsweise irgendwelche Aktionen mal geplant habe, Spendenaktionen oder irgendwie andere Sachen, dass ich Menschen am besten aktivieren konnte, darüber ganz niedrigschwellig anzufangen und so ganz kleinteilig, weil es ganz viele Menschen gibt, die irgendwie so eine Vorstellung von Ehrenamt haben, dass, oh, da muss ich was ganz Tolles können, irgendwie was Besonderes oder so und sich dann gar nicht erst trauen, irgendwie irgendwo einer Gruppe sich anzuschließen, weil sie sich gar nicht in der Lage fühlen. Und meine Erfahrung ist, die Menschen irgendwie mit so, also oder Projekte von vornherein so niedrigschwellig und barrierefrei wie möglich zu planen und klar zu machen, jeder kann was beitragen und jeder kann auch irgendwas, was sinnvoll ist und nicht alle müssen alles können, sondern man gibt sich so, also man teilt sich das ein bisschen auf, je nachdem, wo Interessen und Fähigkeiten liegen. Und ich habe echt ganz viele tolle Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, wenn ich solche Projekte
gestartet habe, dass manchmal ich Leute wirklich dann mit so einem oder niedrigschwelligen Angeboten geholt habe und die dann so viel Selbstwirksamkeit im Laufe des Projektes erlebt haben, weil sie dann so von kleinen Aufgaben zu etwas schwierigeren Aufgaben sich vorgearbeitet haben. Und es gibt sogar Menschen darunter, die dann plötzlich irgendwie ein Jahr später oder zwei eigene Projekte initiiert haben. Und das fand ich total klasse. Und das zeigt irgendwie auch, wie wichtig es ist, sich als selbstwirksam zu erleben. Aber es braucht, glaube ich, auch eine Umwelt, die einem das erlaubt, sich auszuprobieren, ganz wertfrei und ganz, also wirklich auf Augenhöhe, Menschen so nimmt, wie sie sind, und sie sich ausprobieren lässt irgendwie so. Und ich glaube, das ist eher so die Herausforderung in unserer Gesellschaft, solche Umwelten zu finden. Aber es gibt sie und ich glaube, es lohnt sich, wenn man Lust hat, sich zu engagieren, danach aktiv Ausschau zu halten. Ja, sehr cool. Ein niedrigschwelliger erster Schritt könnte ja sein, bei eurer Vorlesung mitzumachen. Wie mache ich das denn als Studierender an einer Hochschule? Oder können das auch andere Menschen machen, die vielleicht noch gar keine Studierenden sind? Also ganz grundsätzlich haben wir uns überlegt, dass die offen sein soll für alle. Das heißt, sie steht offen zur Verfügung. Die kann sich alle anschauen, die auf den Link klicken. Genau, die ist zu finden einmal über die Seite der IPU unter unseren Bildungsmaterialien und dann ist sie auf der Seite der Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit in Bremen gehostet. Also da kann man sich direkt die Videos anschauen. Diese Videos sind auch alle auf YouTube. Und wenn man dann tatsächlich vielleicht eingeschrieben ist an der Hochschule und sich überlegt, dass man gerne diese Vorlesung belegen würde, um dann vielleicht auch irgendwann mal so Credit Points zu erwerben, dann kann man sich anmelden auf der Lernplattform der Virtuellen Akademie. Und dann sich, wenn man an einer Partnerhochschule studiert, für eine Online-Prüfung anmelden und diese Prüfung absolvieren und dann Punkte erwerben, die man sich fürs Hochschulstudium anrechnen lassen kann. Genau. Und ja, unser langfristiger Plan ist auch, den Zugang noch zu erweitern, indem wir die Vorlesungen übersetzen auf Englisch und eventuell irgendwann auch auf andere Sprachen. Da müssen wir mal schauen, wie weit da unsere Fähigkeiten oder Kontakte sind. Genau, aber grundsätzlich sind auf jeden Fall alle willkommen, diese Vorlesungen sich anzuschauen oder auch nur Teile sich anzuschauen. Und wir haben auf jeden Fall versucht, sie so niedrigschwellig und verständlich wie möglich zu gestalten. Auf jeden Fall super interessant. Ich glaube, ich könnte ewig noch über dieses Thema reden. Genau, wir sind auch schon am Ende unserer Zeit und vielen Dank, dass ihr dabei wart. War sehr schön, euch zuzuhören und war sehr interessant. Und ich hoffe für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und genau. Danke und dann war's das. Schule neu denken. Ein Podcast der Students for Future.